Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch drei Campingzelte vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist, und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns den Lima White aus dem Hause Marmot rausgesucht. Dieses Modell ist ein kompaktes 2-Personen-Iglu-Zelt. Dieses besitzt 2D-förmige Eingänge mit 2 geräumigen Apsiden für das Verstauen der Ausrüstung. Dazu ist dieses Modell ein selbsttragendes Innenzelt mit oberem No-See-Am-Mesh, die zum Schutz vor Ungeziefer sorgt, jedoch die Belüftung nicht vernachlässigt. Das gut durchdachte Wanderzelt mit großzügigem Raumangebot besitzt ein speziell vorgebogenes Gestänge im unteren Drittel, dadurch besitzt dieses fast senkrechte Wände für mehr Platz und viel Kopffreiheit. Hinzu kommt, dass dieses Campingzelt ein stark wasserabweisendes Außenzelt besitzt mit komplett bandverschweißten Nähten. Dazu kommt, dass dieses noch über eine hochgezogene wasserdichte Bodenwanne verfügt und nicht nur UV-beständig ist, sondern extrem windresistent ist mit der idealen Anspannung. Hinzu kommt, dass dieses Modell mit einem einfachen Aufbau kommt, wie mit großzügig bemessenen Eingängen wie mit diversen Innentaschen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den Maßen. Diese betragen bei diesem Modell 221 x 135 x 109 cm von innen wie 224 x 265 x 109 cm von außen. Zusammengefaltet und transportbereit schrumpfen die Maße auf 46 x 18 cm mit einem Gewicht von 2,55 kg. Hierbei ist eine Tragetasche, mehrere Abspannseile, ausreichend Zeltheringe, wie eine Zeltunterlage mit dabei. Mehr Infos über den Lima White aus dem Hause Marmot findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes in unserem Vergleich möchten wir euch den Amflip vorstellen. Dieses Modell besitzt ein automatisches Hydrauliksystem, diese ermöglicht es dem Zelt, sich innerhalb einer Minute sich selbst zu öffnen. Das modernste Zelt mit äußerer Zeltplane verfügt über ein revolutionäreres Design im Vergleich zu manch anderen Modellen in diesem Preissegment. Dieses Zelt bietet nicht nur stabile Stäbe, sondern seine leichte Struktur machen den Aufbauprozess einfach und effizient. Die stabilen Stäbe aus Glasfaser sind mit einer windgeschützten Struktur und einem belüfteten, regenfesten und abnehmbaren äußeren Zeltplane. Die äußere Zeltplane ist aus 210T feuerfestem Polyester und hat zudem eine zweilagige Konstruktion wie strapazierfähigen Unterlegplane, die den Innenraum während der Nacht trocken und insektenfrei hält. Dieses Modell bietet nicht nur genug Raum für 3 bis 4 Personen, sondern ist dieses für eine kleine Familie dank seiner Maße von 243 x 205 x 111 cm bestens geeignet. Nach dem Falten hat dieses Modell nur noch eine Größe von nur 76 x 17 x 14 cm, wodurch es sehr bequem zu tragen ist. Dieses zweischichtige, sofort auftauchende Zelt enthält ein abnehmbares externes wie ein internes Zelt und kann dadurch für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Als Ganzes kann es als windfestes und regenfestes Campingzelt genutzt werden. Die äußere Zeltplane kann als Sonnenschutz, Pavillon, Markise oder als Baldachin genutzt werden. Die einzigartigen ventilierten Zweifachtüren und ein perfektes Detaildesign für bequemes Campen runden dieses Modell ab. Mehr Infos über den Amflip findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungs-Sieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns für die Big Agnes entschieden. Dieses Ultraleicht-Zelt in Doppeldachbauweise ist nicht nur freistehend, sondern auch für 2 Personen geeignet. Dieses Modell besitzt ungewöhnlich viel Wohnvolumen für diese Größe, diese beträgt 224 x 132 x 102 cm. Die Innenzeltwände können durch die Verwendung von gewinkelten wie vorgebogenen Gestänge seitlich fast senkrecht aufgestellt werden. Die Big Agnes ist für Radtouristen, Bootsfahrer bei Touren in den gemäßigten 3 Jahreszeiten bestens geeignet. Mit dabei im Lieferumfang sind unter anderem auch 2 Isomatten mit Standardbreite von 50 cm. Dieses Modell besitzt zudem 2 Netztaschen wie auch jeweils über die gesamte Breite gelegene flache Mediatasche mit Kabeldurchlässen.
Hinzu kommt eine sehr geräumige 3D-Tasche, hier passt eine Menge nicht zu schwerer Ausrüstung hinein. Das Außenzelt wird mit Clips an den Ecken des Innenzeltes befestigt, dadurch kann dieses Modell mit Klettriegeln am Gestänge fixiert werden, um den Zeltstand zu verbessern und die Steifigkeit bei Starkwind zu erhöhen. Die Eingänge haben neben dem üblichen mittig liegenden RV einen zweiten seitlich auf Höhe des Gestängebogens. Mehr Infos über die Big Agnes findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der drei Campingzelte, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen, auch für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo verpassen wollt.